Wir befinden uns heute auf der Basis von der Air Zermatt in Zermatt. Der Idealstandort für eine starke Zusammenarbeit zwischen den Gebietsspezialisten von der Kantonspolizei Wallis und der Rettungsstation Zermatt vorzustellen. Der Lukas von der Kantonspolizei und der Jan von der Rettungsstation Zermatt klären dich über ihre Arbeit auf. Jan, die Rettungsstation Zermatt ist eine wichtige Partnerorganisation von der Kantonspolizei Wallis. Wie beurteilst du selber die Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei? Also wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei von Zermatt vor allem. Wir kennen einander eigentlich alle recht gut. Wir haben viele Einsätze, die wir miteinander bewältigen. Und das klappt sehr gut. Vielleicht als Beispiel, wir haben natürlich viele Suchaktionen für Missmeldungen. Gerade im Winter, wenn die Tage kurz sind, muss man reagieren, wenn die Vermissmeldungen einkommen. Da muss man nicht mehr lange Zeit, dann ist es feister. Man muss im Heli starten, gehen suchen. Oder wenn das Wetter nicht ist, müssen wir die Kollegen aufbieten und zu Füße suchen. Und das ist für uns sehr wichtig, dass man im Hintergrund jemanden hat, der ich Informationen bringen kann. Man weiß ja im Moment nicht gerade alles über die Person, wie die angelegt ist, was für Kleider, was vielleicht üblich ist bei der Person. Also jetzt gibt es Leute, die spät zurückkommen oder so in einer Beiz bleiben hocken. Das muss auch Sachen abklären und damit haben wir schneller Erfolg. Das ist für uns sehr wichtig. Wir befinden uns jetzt mitten in der Wintersaison. Touristen, Alpinisten sind unterwegs im Gebirge. Du als Rettungsspezialist, welchen Ratschlag wolltest du diesen Leuten mit auf den Weg bzw. ins Gebirge mitgeben? Also in erster Linie ist sicher, dass sich die Leute richtig informieren. Wenn sie neben der Piste fahren, freireiten, dass die sich, das Lawinenbild nicht hören, das wissend, wie die Gefahr im Moment ist, dass man das ein bisschen einschätzen kann. Nachher, wenn sie ins Gelände gehen, ist es natürlich sehr wichtig, dass sie sich ausrichten. Also LVS ist wichtig und Airbag ist sicher auch zu empfehlen. Aber es bedingt natürlich, dass man damit geübt hat und die Geräte auch kann nutzen kann. Wenn jemand keine Erfahrung hat oder nicht viel im Gelände war, ist es sicher zu empfehlen, dass sie einen Werkführer nehmen. Und dann ist die ganze Sache sicherer. Jan, merci vielmals für die Ratschläge. Besten Dank für das Gespräch und für die langjährige, gute Zusammenarbeit. Besten Dank. Ja, merci vielmals. Lukas, wir reden heute über das Thema Gebirgsspezialisten bei der Kantonspolizei. Wie ist eigentlich der Fachbereich innerhalb von Isch und Gor organisiert? Also die Gebirgsspezialisten, die sind der Gendarmerie zugeteilt. Das handelt sich da eigentlich um Agenten, die sicherlich auch mal ein Interesse und auch gewisse Grundkenntnisse in den Bergen und im Gebirge haben und nachher auch von der Polizei uns Ausbildungen und Weiterbildungen gemacht haben in diesem Bereich. Was für Aufgaben nehmen die Leute, die Gebirgsspezialisten, mit uns wahr? Es handelt sich da eigentlich um die polizeiliche Arbeit, die im Gebirge ist oder es kann in unwegsamem Gelände sein, im Tal. Jetzt gerade speziell in den Bergen natürlich, wie jetzt der Matti Berger ringsum, haben wir im Sommer die Abstürze von Alpinisten, im Winter sind die Lawinen, Spaltunfälle oder was euch geben kann, was zum Glück nicht so viel passiert, Flugzeugabstürze, wo einfach die Polizei muss kommen und die Ermittlungen aufnehmen, um zu schauen, was ist passiert und nachher Angehörige und so, uns als Findung zu machen und zu benachrichtigen und so. Nehmen wir das Beispiel von einem Lawinenniedergang. Was sind da auch Aufgaben seitens von der Kantonspolizei? Also in meinem Beispiel jetzt wäre es so, ich arbeite auf dem Posten Zermatt. Ich mache meine normale Arbeit als Gendarm. Es kommt eine Meldung von diesem Lawinenniedergang. Da tue ich mich ausrüsten. Ich tue mich vorbereiten, um auf das Ereignisort zu gehen. Ich komme am Brich an, auf die Basis von der Air Zermatt. Und da tue ich mich hier kurz schließen, sei das mit den Angestellten von der Air Zermatt, Rettungsstation, und schaue, was genau passiert ist. Und dann gehen wir vor Ort. Und da geht es eigentlich in erster Linie darum, eventuell eine Handrecke zu geben für die Suche. Und sobald dass man nachher Überlebende kann bergen oder die verstorben sind, geht es für mich darum, uns zu verkaufen, was sind das für Leute, gibt es noch Zeugen, die ich dann nachher in einem späteren Zeitpunkt einvernehme und die einzelnen Ermittlungsschritte machen, damit ich nachher einen Rapport erstellen zum Unfallhergang, was passiert ist. Also eine komplexe und anspruchsvolle Aufgabe. Lukas, merci für das Gespräch. Danke dir.